So, damit hätten wir den Punkt 14.8 geschafft. Kommen zum nächsten, das ist 14.10. Überschrieben mit Völkerverständigung und friedliches Zusammenleben. Sie wollen was zur Völkerverständigung, Herr Maloney? Nein, Herr Maloney hat nach Geschäftsordnung. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich beantrage jetzt schon mal, auch wenn ich nicht glaube, dass wir noch da hinkommen werden, aber provisorisch schon mal die Punkte 14.1.4 und 14.1.5, die sich mit der Karl-Marx-Straße beschäftigen, zu vertagen. Zur Begründung dazu, der Beigeordnete Kühn musste aus persönlichen Gründen die Sitzung verlassen, hat mir auch empfohlen, dies zu beantragen, da ja noch offene Fragen aus dem Bauausschuss offen waren und die fachpolitischen Sprecher der jeweiligen Antragsmittragenden Fraktionen haben auch signalisiert, dass sie das gern wünschen, weil eben noch Fragen aus dem Ausschuss offen waren. Und der Beigeordnete Kühn hat auch gesagt, er würde es gut finden, wenn er bei der Diskussion persönlich mit dabei wäre. Also beantragt ist 14.14, 14.15 zu vertagen. Gegenteilige Auffassung sehe ich nicht. Dann stimmen wir ab darüber. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen einstimmig so dafür votiert. Wir kommen jetzt tatsächlich zur Völkerverständigung. Herr Rentsch war schon auf dem Weg. Bitte schön zur Einbringung. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Stadträte, liebe Bürger. Völkerverständigung und friedliches Zusammenleben stärken, Zusammenarbeit mit der Partnerstadt St. Petersburg ausbauen und Menschen miteinander verbinden, so der Titel des vorliegenden Antrages der AfD-Fraktion. Die über 60 Jahre währende Partnerschaft zwischen der Landeshauptstadt Dresden und St. Petersburg hat für Verständnis, Respekt, Freundschaft und Völkerverständigung auf beiden Seiten gesorgt. Zahlreiche Veranstaltungen und Begegnungen von Schülern und Studentenaustauschen über gemeinsame Kulturprojekte, Wissenschaftstagungen und Wirtschaftsdelegationen bis hin zu Treffen von Kriegsveteranen oder auch intensive private Kontakte zeugen von der gelebten Partnerschaft der beiden Städte. Im September 2018 wurde die Städtepartnerschaft überdies mit einer Ehrenurkunde der Außenminister Russlands und Deutschlands für einen herausragenden Beitrag zur kommunalen und regionalen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland ausgezeichnet. Ich stelle dieses kurze Resümee der Städtepartnerschaft an den Anfang meiner Rede, weil es gerade angesichts des verheerenden Kriegsleids keine Selbstverständlichkeit gewesen ist, dass uns nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Einwohner St. Petersburg die Hand gereicht wurde. Anders als in den Ausschusssitzungen von Kritikern unseres Antrages immer wieder vorgebracht, steht der Angriffskrieg Russlands heute nicht zur Diskussion. Es geht auch nicht um die Motive oder die Ursachen für diesen Krieg. Anfang März hat eine Ärztin einer Münchner Klinik in einer emotional aufgeladenen E-Mail eine Forderung erhoben, die viral ging und symptomatisch auch für die Diskussion um den vorliegenden AfD-Antrag steht. Inhalt dieser Mail: Aufgrund der schweren Völkerrechtsverletzungen durch den offenbar geistig gestörten Autokraten Putin lehnen wir ab sofort grundsätzlich die Behandlung russischer Patienten ab. Ukrainische Patienten sind natürlich herzlich willkommen. Die im Internet daraufhin folgenden Kommentare, dass eine gesamte Klinik die Behandlung von Russen ablehnen würde, sind genauso falsch, wie es die ursprüngliche Botschaft der Ärztin ist. In diesem wie in jedem Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Daher sollten vorschnelle Zuschreibungen jeglicher Art zurücktreten und ein wirklicher, ernsthafterer Blick auf das sachliche Anliegen geworfen werden. Mit unserem Antrag soll erstens die seit 1961 bestehende Städtepartnerschaft zwischen der Landeshauptstadt Dresden und St. Petersburg nicht abreißen, sondern schnellstmöglich intensiviert werden. Und zweitens soll dem Stadtrat ein Maßnahmenkatalog bis zum 31.12.2022 vorgelegt werden, wie die Völkerverständigung gestärkt und freundliche Beziehungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, Bildung, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Umwelt und Sport mit der Partnerstadt St. Petersburg erweitert werden können. Die Bevölkerung, auch in St. Petersburg, kann nichts für diesen Krieg. Auch sie sind Leidtragende, wenn auch in anderem Maße als die Kriegsopfer in der Ukraine. Der Wert der Völkerverständigung wird auch mit dem Krieg in der Ukraine nicht gemindert. Entgegen der deutschen Regierungspropaganda möchte ich hier die Stadträte an das Grundgesetz Artikel 9 Absatz 2 erinnern.
Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit in Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten. Es ist heute an uns, eine Hand zu reichen, so wie es St. Petersburg nach dem Zweiten Weltkrieg getan hat. Ich bitte daher um Zustimmung zu unserem Anliegen, um den Frieden in den Zeiten des Krieges zu dienen. Vielen Dank. Es ist mir eine Wortmeldung signalisiert, Herr Krüger. Nee? Dann sage ich vielleicht selber was dazu. Also, der Stadtrat hat hier unmittelbar nach Kriegsausbruch hier auch eine Resolution gemacht, wo er sich auch deutlich weiterhin zur Städtepartnerschaft bekannt hat, auch aufgefordert hat, sich in Richtung St. Petersburg zu wenden. Wir haben ja da, ich habe das auch im Ältestenrat mal informiert darüber, auch eine Antwort nach Wochen aus St. Petersburg bekommen, wo wir Mühe hatten, einen Übersetzer dafür zu finden, weil die Übersetzungsbüros abgelehnt haben, diese Propaganda zu übersetzen. Nur um so ein Stückchen einen Eindruck zu geben, ich hatte das, glaube ich, auch damals verteilt im Ältestenrat, was als Antwort gekommen ist. Wir haben auch den Auftrag gehabt, mit dem Ratsbeschluss zivilgesellschaftliche Akteure zu schauen, wie können wir die Kontakte weiterhin pflegen. Das ist, wir haben das uns wirklich genau angeschaut, welche Beziehungen hatten wir bisher auf Ebene mit St. Petersburg. Und das ist ausgesprochen schwierig, ohne die Kollegen auf der anderen Seite in St. Petersburg in Schwierigkeiten zu bringen, diese Kontakte ohne weiteres jetzt zu pflegen und auszubauen. Und insofern ist im Moment rein faktisch in der gelebten Praxis, was wir sehr bedauern, die Beziehung, ob das nun Kultur, ob das Schüleraustausch sind und viele Projekte mehr, die in der Vergangenheit gelaufen sind, leider auf Eis liegend, aber nie, weil es da seitens der Stadt und auch des Rates hier kein Interesse gab, zivilgesellschaftlich zusammen zu wirken, sondern weil es da einfach im Moment die Basis fehlt. Das vielleicht in Ergänzung noch zu dem, was Sie auch bisher ja auch an Beschlüssen hier schon gefasst hatten. Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dieser Beitrag, Anführungszeichen oben, der Nachfolgepartei der NSDAP namens AfD, kann nicht so unwidersprochen bleiben. Und Herr Oberbürgermeister, ich möchte mich ausdrücklich für Ihre Information, Ihren Beitrag und Ihre Einschätzung bedanken, die ich in vollem Umfang teile. Der Redner der sogenannten Alternative für Deutschland hat hier in Anspruch genommen, dass er sich für die Völkerverständigung einsetze und dass alle, die dem nicht zustimmen, also wir, gegen die Völkerverständigung seien. Es ist ein ungeheuerlicher Vorwurf. Selbstverständlich sind wir für die Völkerverständigung, insbesondere auch mit dem russischen Volk und den Bewohnerinnen und Bewohnern von St. Petersburg. Allerdings, der beste Beitrag, den im Augenblick die russische Bevölkerung, die russische Regierung für die Völkerverständigung in Europa, nicht nur mit Deutschland, leisten könnte, ist der sofortige und vollständige Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine. Und Sie haben zwar gesagt, dass Sie hier nicht die Debatte um die Kriegsschuld und die Kriegsverbrechen der Russen in der Ukraine führen wollen, aber Sie haben dann davon, ich habe mir das genau aufgeschrieben, von, Zitat, Vorstellen Schuldzuschreibungen, Zitat Ende, und von einer deutschen Regierungspropaganda gesprochen. Damit haben Sie zum Ausdruck gebracht, dass Sie sich auf die Seite des Diktators, und ich sage es bewusst, Faschisten, Putin stellen und damit letztendlich auch den Überfall und die Kriegsverbrechen in der Ukraine reinwaschen wollen. Und das finde ich ungeheuerlich. Ich finde es ungeheuerlich, ja? Und Sie sollten sich schämen. Ihr moralischer Kompass ist nicht vorhanden. Der ist noch nicht mal verrutscht, den gibt es gar nicht. Die Frage ist, mit wem wollen wir Völkerverständigung und mit wem wollen wir sie nicht? Die Völkerverständigung wollen wir,
mit den Bürgerinnen und Bürgern aus St. Petersburg, die im März gegen den Krieg von Putin demonstriert haben. Mit den Leuten, die damals verhaftet worden sind und von denen wir nicht wissen, was mit ihnen passiert ist. Und wir sind solidarisch mit den Russinnen und Russen, die die Mobilisierung hintertreiben und sabotieren. Und wir sind solidarisch mit den Soldaten, die sich jetzt ergeben, anstatt für diesen faschistischen Krieg zu kämpfen. Aber wir sind nicht solidarisch mit einem Gouverneur Beglow, der nach der grauenhaften Zerstörung der Stadt Mariupol nichts Besseres zu tun hatte, als eine Städtepartnerschaft zwischen St. Petersburg und Mariupol mit der russischen Marionettenbesatzungsregierung einzugehen. Und das will ich nicht vergessen, und das sollen wir hier in Dresden auch nicht vergessen, auf welche Seite sich das Regime, das Regierungsregime, nicht die Bevölkerung in St. Petersburg stellt. Und deswegen ist jetzt im Augenblick eine Völkerverständigung, ein so tun, als ob wir jetzt weiter einen netten Kulturaustausch machen könnten, mit diesen Regierungsstellen schlicht und ergreifend unmöglich. Und wenn, was ich sehr dringend hoffe, dieser Krieg bald zu Ende ist und das russische Volk sich eine neue demokratische Regierung gegeben hat, dann sind wir in Dresden sicher sehr gerne bereit, sofort die Hand zu reichen. Aber nicht jetzt. Deswegen, dieser Antrag ist ungeheuerlich. Danke. So, weitere Wortmeldung, Herr Rentsch. Herr Hilbert, ich möchte Sie fragen, ob Sie gedenken, die Äußerung, dass die AfD die Nachfolgepartei der NSDAP ist, zu rügen. Habe ich jetzt nicht vor. Und da fragen, ob es weitere Wortmeldungen gibt. Das kann ich nicht erkennen. Und dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer der ablehnenden federführenden Ausschussbericht zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 11 Nein, 4 Enthaltungen. Dann ist der ablehnende federführende Ausschussbericht bestätigt worden.